Was ist die Ursache für lebensgefährliche Pilzinfektionen? Und wie schaffen es die Mikroorganismen, das menschliche Immunsystem zu überwinden? Erst wenn diese Mechanismen aufgeklärt sind, können neue, sichere Diagnosemöglichkeiten und wirksamere Therapien für diese Infektionen entwickelt werden. Die infektionsbiologische Forschung am Hans-Knöll-Institut will dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Insbesondere beschäftigen sich die Wissenschaftler mit dem Schimmelpilz Aspergillus fumigatus und dem Hefepilz Candida albicans. Immer häufiger sterben Menschen an Infektionen mit diesen Pilzen, vor allem Patienten mit einem geschwächten Immunsystem. Um die Infektionsprozesse auf molekularer Ebene zu klären, nutzen die Wissenschaftler der Abteilung Molekulare und angewandte Mikrobiologie sogenannte Omics-Technologien. Damit wollen die Mitarbeiter von Professor Axel Brackhage die Gesamtheit aller Gene, Eiweiße und Stoffwechselprozesse des Erregers und des Wirtes aufklären. Uns interessiert die Genregulation im Pilz bei einer Infektion, weil das wichtig ist für den Krankheitsverlauf. Und dann interessiert uns auch die Immunzellseite, weil die natürlich wichtig ist, um eine mögliche Pilzinfektion zu bekämpfen im Körper. Wie infektiöse Pilze es schaffen, das Immunsystem zu unterwandern, untersuchen die Mitarbeiter der Abteilung Infektionsbiologie. Unter anderem geht es ihnen um die Frage, wie Fresszellen auf Candida albicans reagieren. Außerdem erforscht das Team um Professor Peter Zipfel die genetischen Grundlagen von Infektionen. Mit den Ergebnissen ihrer Arbeit konnte beispielsweise die Behandlung einer speziellen Nierenerkrankung bereits deutlich verbessert werden. Hefepilze wie Candida albicans sind im Körper jedes gesunden Menschen zu finden. Doch die sonst so friedlichen Mitbewohner können unter bestimmten Bedingungen zu gefährlichen Erregern werden. Insbesondere bei Frauen, die häufig unter Candida-Infektionen leiden, oder bei Patienten mit einem geschwächten Immunsystem. Warum das so ist, untersuchen Professor Bernhard Hube und seine Mitarbeiter der Abteilung Mikrobielle Pathogenitätsmechanismen. So konnten sie bereits die Funktion mehrerer krankheitserregender Gene bei Candida albicans entschlüsseln. Professor Ilse Jakobsen und ihre Forschungsgruppe Mikrobielle Immunologie wollen herausfinden, was bei einer Infektion zwischen Pilz und menschlichem Wirt auf molekularer Ebene passiert. Diese komplexen Reaktionen stellen sie mit Hilfe von Infektionsmodellen nach. Wir interessieren uns dafür, welche Interaktionen zwischen krankmachenden Pilzen und den Zellen im Körper während der Infektion stattfinden und wie diese Prozesse dazu beitragen, dass es entweder zur Erkrankung kommt oder der Pilz abgetötet wird und der Mensch gesundet. Wie sich der Schimmelpilz Aspergillus fumigatus in der Lunge ausbreitet und zu einer lebensgefährlichen invasiven Aspergillose wird, untersuchen die Mitarbeiter der Abteilung Zell- und Molekularbiologie um Professor Hans-Peter Salutz. Dazu nutzen sie das PET-CT, ein spezielles bildgebendes Verfahren. Die Wissenschaftler haben Pilzstämme radioaktiv markiert und können damit die zeitliche und örtliche Ausbreitung der Infektion sichtbar machen. Mittels des PET-CTs können wir den Krankheitsverlauf von invasiven Pilzinfektionen untersuchen. Wir untersuchen auch antifungale Substanzen auf ihre Wirksamkeit. Und was auch sehr wichtig ist, wir reduzieren den Bedarf an Versuchstieren für diese Experimente. Auch Professor Oliver Kurzei und seine Forschungsgruppe Fungal Septomics interessiert, wie Pilz und Wirt miteinander interagieren. Die HKI-Wissenschaftler arbeiten gemeinsam mit Teams der Friedrich-Schiller-Universität und des Universitätsklinikums Jena im Zentrum für Innovationskompetenz Septomics zusammen, das vom BMBF gefördert wird. Sie untersuchen, warum sich der Hefepilz Candida albicans, der bei vielen von uns im Darm lebt, plötzlich ausbreiten und schwere Infektionen hervorrufen kann. Wir arbeiten mit pathogenen Pilzen, die Sepsis beim Menschen verursachen. Das sind Infektionen, die in den letzten Jahren immer häufiger geworden sind und auch mit einer sehr hohen Sterblichkeit assoziiert sind.
Und wir versuchen herauszufinden, wie solche Infektionen entstehen, wie das menschliche Immunsystem darauf reagiert, um dann eventuell neue Methoden zu entwickeln, mit denen wir diese Infektionen besser, das heißt früher diagnostizieren können und auch besser behandeln können. Die modernen Untersuchungsmethoden im Labor führen zu gewaltigen Datenmengen. Ein Team von Bioinformatikern und Systembiologen um Professor Reinhard Gutke und Professor Marc-Thilo Figge verarbeitet und interpretiert diese Daten. Sie modellieren molekulare Netzwerke und können mit 3D-Simulationen Schlüsse ziehen über die Interaktion zwischen Wirt und Erreger. Wir bekommen von den Biologen verschiedene Arten von Daten, genomweite Expressionsdaten oder auch Bilddaten, und wir vereinigen die in virtuellen Infektionsmodellen. Dann simulieren wir auf dem Computer die Infektion und hoffen so, den Erfolg zum Beispiel von Behandlungsmethoden bewerten zu können. Am HKI arbeiten Wissenschaftler verschiedener Disziplinen gemeinsam an einem Ziel: für Menschen gefährliche Pilzinfektionen in Zukunft besser behandeln zu können.